Hey Leute, was geht? Schon und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und EA hat absolut übertrieben. Alleine R9, Matthäus, Krullit, Zidane, Cruyff und Ronaldinho in eine einzelne Promo zu tun. Was zur Hölle geht ab? EA fühlt auf jeden Fall die internationalen Turniere, die gerade am Laufen sind. Denn diese ganzen Karten können auch noch dicke geupgradet werden, 99er Ratings erreichen. Ich denke, wir fühlen alle gerade die Turniere. Deswegen ist es richtig geil, dass dazu so frische Karten rauskommen. Und ich will so schnell wie möglich an diese Karten rankommen. Kaufen geht nicht. Die sind extinct und wenn es welche gibt, viel zu teuer gerade. Deswegen ist die beste Möglichkeit natürlich, Draft zu zocken, um diese Spieler zu kriegen. Genau das werden wir tun. Ich bin mir sicher, wir werden die geilsten Spieler bekommen, die besten Drafts bauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Jeder Like ist Support. Danke an jeden, der einen Daumen da lässt. Kuss, Kuss, Kuss. Und wir gehen direkt rein. Also, yay, macht die Leitungen auf. Gebt uns die geilen Eventkarten und am besten direkt auch schon geile Formationen. Außenverteidiger, da ist immer ein bisschen Potenzial mit dabei. Ich würde sagen, deswegen will ich auch irgendwas mit Außenverteidigern eigentlich spielen. Sind aber nicht so die geilen Formationen mit Außenverteidigern. Deswegen starten wir doch mit der Dreierkette rein. Captain-Auswahl geht los. Wir haben natürlich nicht schlecht, aber linkes Mittelfeld, finde ich, kriegt man immer schlechte Sachen. LMRM mit das Schlimmste, deswegen, wenn man da schon mal eine Ribéry hat, dann tue ich den rein. Und von mir haben kann man noch die bessere Version kriegen. Das ist natürlich, braucht man viel, viel Glück, aber ist möglich. Cordoba. Auch nicht schlecht. Und dann gehen wir ins zentral-defensive Mittelfeld. Busquets schwer einzubauen. Aber notfalls kann man den am Ende auf die Bank tun. Und dort sorgt er ja auch für Rating. Gomez noch mit rein. Haut der noch ohne Chemie? Aber Chemie ist ja momentan sowieso nie das Problem, weil man so viele Icons, so viele, ja, so viel von allem bekommt. Turner rein ins Tor. Ich warte noch auf die Big Boys. Aber wir haben ja noch die Big Boy Positionen offen. Lass mal einen Sturm reingehen und nehmt mich jetzt nicht hoch. Horry ist fresh. Aber der ist, glaube ich, auch in der neuesten Promo drin. Pille ist auch überfresh. 96. Ich sag ja. Das sind die Positionen vorne, wo die geilen Sachen kommen können und wo sie dann auch kommen. Snyder, geil. Schwer was mit schlechtem Rating. Nur der Keeper. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir halt auf der Bank auch keinen geilen Keeper kriegen werden. Holt uns EA hoffentlich was Freshes. Und dann wird das ein gutes Team, weil wir haben jetzt schon 93er Rating. Wir brauchen nur einen stabilen Keeper. Dann gehen wir jetzt schon auf eine 94 hoch. Und wir können ja noch weitere geile Karten kriegen. Deswegen alles gut. Beasley! Die erste neue geile Karte. Okay, man hätte gar nicht so auf das linke Mittelfeld schwitzen müssen am Anfang. Aber, guck mal, die beiden Stürmer sind ja auch besser als mir haben gewesen wäre. Deswegen war es auch nicht verkehrt. Sie zu ignorieren, weil vorne kann man schon immer gute Sachen kriegen. Bissek ist hier in der Mitte nochmal nicer, tut der Chemie weh, aber wenn wir was anderes im Tor haben, wird das schon wieder. Walker! Und jetzt tun wir der Chemie direkt wieder gut. Fast voll, der Einzige, der schwitzt, ist Busquets. Und das, obwohl er halt in so einer random Liga spielt und alles. Also selbst trotz dessen ist er fast voll. Das ist schon krass. Ein guter Keeper und wir sind sowas von am Start. Da kommt auch die erste Icon aus der neuen Promo. Und die können wir ins ZOM stellen. Zack. Ist das schon mal ein Upgrade? Bro, ich habe richtig Angst, dass hier halt nochmal ein Non-Rare-Keeper kommt, ne? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur gute Sachen gekriegt. Irgendwann kommt ja immer diese Durststrecke, wo man so ein paar Mal nacheinander was Schlechtes kriegt. Das ist jetzt die Frage. Rasiert uns hier jetzt? Oder wird es sogar ausnahmsweise mal ein Draft mit nur guten? Guck mal, wir hätten jetzt hier einen Keeper, ne? Aber ich sag euch ehrlich, wir können 97er Messi nicht ignorieren, weil das ist die einzige Möglichkeit, hier nochmal ein Rating hochzukommen auf eine 94. Vielleicht sogar höher, wenn noch ein paar geile kommen. Deswegen, wir müssen einfach hoffen, dass gleich noch ein guter Keeper kommt. Sogar noch deutlich besser, hoffentlich, als der, der da jetzt gerade war, weil der war jetzt auch nicht zu krass. Warte mal, Inter Miami. Voll vergessen, die hätten ja sogar den Link. Das heißt, mit Messi haben wir sogar mehr Chemie als mit der Icon. Das ist krass. Und Foden. Wird ja auch nochmal eingepackt. Digga, allein in der Reserve diese Karten, was ist das? Wir haben nur krasse Spieler, außer Turner. So, weiter geht's, das wird schon wieder ein krasser. Oh mein Gott! Das ist krass! ZM? Nein, wir haben ja ZDM. Das ist unlucky, das muss man sagen. Das ist ein bisschen Pech. Müssen wir später nochmal gucken, wen man noch wo hinschieben könnte. Theoretisch, Messi kann nicht eher melden. Ah, also was ändern kann man nicht, außer halt Torwart. Bro. Ja, okay, aber allein in dieser Auswahl sind nochmal Special Cuts. Und wir sind immer noch auf einer 94, obwohl das hier halt eine Gurke ist. Krass. Was geht hier? Special Cut?
Na. Okay, Klaus. Ah, nein, nein, nein. Ich hab's im Gefühl. Warte mal, es ist halt immer noch eine 94. Wir könnten sogar mit dem Keeper auf einer 94 bleiben. Wir könnten, wenn der Keeper am 95er wird und wir dann halt Turner auf die Reserve schieben, dadurch Ribéry auf die Bank, könnten wir auf ein 95er Rating hochgehen. Es hängt jetzt vom Keeper ab, weil alles ist hier gerade geil. Nur der Keeper ist nicht geil. Und der Keeper bleibt auch nicht so geil. Nein! Wir wurden einfach im Tor verkauft, ey. Wir wurden so verkauft. 94er Rating. Obwohl der Torwart hauptberuflich irgendwas anderes macht als Fußball. Das ist halt ehrlich crazy. Digga, diese neuen Karten, diese Icons, zu fresh. Die Heroes kann man ja auch alle kriegen. Krass, das ist auf jeden Fall ein solider Start. Geht gut los. War jetzt nicht das allergeilste Draft, weil zwischendurch auch nicht mal ein 95 ja, dran stand. Und auch der Keeper jetzt nicht der Beste ist. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall noch steigern. Aber man sieht, was hier alles am Start ist. Pelé, Messi, Zidane, alles drum und dran. Wir können irgendeinen Manager mitnehmen. Ist egal. Und dann genießen wir nochmal kurz die Draft-Übersicht mit Weltklasse-Karten. 97, 97, 96. Was zur Hölle, Digga. Was zur Hölle. So kann's weitergehen. So, nächster Versuch. Das war ja auch nicht meine Lieblingsformation. Mit einer noch geileren Formation kann das natürlich noch fresher werden. Okay, das sind auch alles nicht meine Lieblingsformationen. Aber ich sag alleine so mit ein paar Mittelstürmern. Wobei Z2M und 2 Striker war auch cool. Aber so kann auch richtig fresh werden. Ich nehme sogar diesen Ori mit. Bevor wir jetzt am Ende im Sturm getrollt werden. Schon mal eine sichere, gute Nummer mitnehmen. Eusebio auch einpacken. Solide Leute, aber jetzt nicht das Beste der Welt. 97 Ballon d'Or. Das geht aber schon in die Richtung Beste der Welt. 96 ZM scheint das Ding zu sein. Gleich gerne eine Formation mit 7 ZMs. Vidic, wenn man so eine Auswahl hat, immer die Icon. Leider nicht die geilste Version von Vidic. Der hat alleine bei dem Event ja sogar eine bessere Karte gehabt, aber passt. Blanc auch 91. Da geht schon noch mehr in der Innenverteidigung, oder? 91, 91, eine, alles 91. Okay, nächstes Mal nicht so viele Innenverteidiger. Ich mache nicht nochmal Dreierkette. Rechtes Mittelfeld ist sogar gar nicht mehr so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Eben schon 93 bekommen, jetzt wieder. Was macht denn das LM? Bro, das scheinen gar keine schlechten Positionen mehr zu sein, LM und RM. Die scheinen gut zu sein. Jetzt kann man sogar, glaube ich, normal 4-4-2 nehmen, weil dann hätte man einen Innenverteidiger. Ja, Digga, sogar 4-4-2 ist, glaube ich, inzwischen eine gute Formation und sowas. So, was geht hier? 94er Messi, strong. Ja, wir wissen, wie wichtig die Torwartposition ist, spätestens nach dem Draft eben. Gib mir was Stabiles. 90, 91, 92, gib ihm. 94er Rating nach der Startelf. Wir werden gleich auf die 95 hochgehen. Und wenn es ganz crazy läuft, können wir die halten mit Leuten wie Frimpong und Co. Man weiß es nicht, aber da ist sowas möglich. Noch ein paar 97er. Gib, 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 gib. Joa, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Aber kriegen wir. Haben halt kein LV, kein RV. Mann, ist das nervig. Ja gut, eine Goldkarte ist nicht das aller Wahre. Wir haben kein LV, kein RV. Dann können wir bei Käufer wenigstens rein tun. Wir schwitzen erstmal auf Rating und Chemie kümmern wir uns später. Was müssen wir denn tauschen? Bräuchten wir in der Innenverteidigung halt ehrlich so 96er und sowas, damit wir hochkommen würden. Aber dass das passiert, dreimal noch, das ist halt unwahrscheinlich. Außer man kriegt hier in dem ersten Abwehrpick schon 94er, der auch schon Chemie hochhaut und sowas. Wow, Pamecano. Super Typ, super Typ. Warte mal, jetzt noch ein kranker Innenverteidiger, bitte. Ah, nicht krank genug. Im Angriff irgendwas. Boah, ich wollte gerade noch sagen, irgendeine neue Icon, was vom neuen Event oder so. Und ja, genau das passiert, genau das kommt. Strong, vielleicht jetzt, wenn wir hier den Tauscher machen. Oh, ich sag, wir sind so kurz davor, ne? Wir sind so kurz davor, auf die 95 hochzugehen. Wenn noch zwei, drei Icons jetzt hier vom neuen Event kommen, unter anderem in der Innenverteidigung, die halt richtig reinknallen. Guck mal, hier 96. Der ist auch einer, der nach oben arbeitet. Mann, warum kann nicht einer mal zufällig so Innenverteidiger oder so? Wäre zu köstlich. Nein, Hut. Mach kein Auge, Hut. Gehen schon wieder auf die 94 zu. Außer jetzt. Ach, Mann. Ey, diesmal sind es die Innenverteidiger, die uns verkauft haben. Irgendwas ist immer. Man braucht eine ausgeglichene Formation. Man darf nicht irgendwo... Ja, okay, beim Keeper konnten wir jetzt nichts dafür, dass der uns vorhin verkauft hat. Aber man darf nicht irgendwo so drei Leute in der Innenverteidigung, drei Leute im ZM haben, dann, weiß ich nicht, dann schießt sich hier eh auf die Position ein, gibt da nur Quatsch und macht Auge, keinen Plan.
94er Rating, volle Chemie, gar kein Problem, it's easy. Und ich sag ehrlich, 95 ist sogar inzwischen wirklich möglich, wenn alles perfekt läuft. Das Cruyff hat ja auf jeden Fall auch was vom neuen Event. Bessere Innenverteidiger wäre möglich gewesen. Bank hätte sogar auch noch minimal, also können wir sogar jetzt hier noch machen, krasser sein können, aber ja, da fehlt nicht viel, Mann, da fehlt nicht viel. Wir nehmen wieder irgendeinen Manager mit, Rehm. Keine Ahnung, was der trainiert, wen der trainiert. Aber das sind unsere Stars, das ist unser Rating. 127. Schon wieder, we did it again. Also spätestens jetzt weiß jeder, was ich ungefähr für eine Formation haben will. 4, 3, 2, 1, gib ihm. Einmal damit jetzt gucken, was möglich ist. Einmal damit jetzt heftige Spieler kriegen. So ein Raul im Sturm oder so ein Süle in der Innenverteidigung. Ich tue mal Süle nach hinten, weil da kriegt man manchmal eh 91er. Vorne ist alles möglich, auch wenn wir jetzt vielleicht was Schlechteres vorne kriegen. Man weiß nie, aber wir müssen den Versuch zumindest machen. 92 finde ich jetzt auch nicht so geil. Deswegen einmal in der Reserve Paul mal mitnehmen und direkt vorne angreifen. Oh, immerhin die ballernde Auswahl, sonst wäre die auch fatal gewesen. Das ist alles nicht ganz so geil bisher. Es ist nicht Katastrophe, es sind keine Non-Rares, aber es ist halt auch nicht wirklich geil. Muss man schon so sagen. Was geht hier? Ah, Cruyff. Warum nicht in der neuesten Version? Vielleicht jetzt, vielleicht hier. Die Maria wird eh voll sein. Puskas könnte man nochmal in der anderen Version kriegen, aber ich gehe direkt mit Puskas. Meine Icon geht ja nicht darum, dass sie selber voll ist, sondern andere voll macht. Die Natale, ganz krasse Karte, geil. So. 92, kann man auch mit arbeiten, Tots Plus, kann man am Ende einbauen. Ja, Mann! Und endlich mal in der Innenverteidigung. Ein Banger, was ein leichter einzubauen. Renard oder Ruben Dias? Komm, Premier League werde ich schon irgendwie noch kriegen. Premier League wird schon irgendwie noch eingebaut werden und links hinten. Yes! Wir brauchen noch irgendwas Icon-mäßiges, dann sind die ganzen Tots Plus auch ganz schnell voll. Oha! Oha! Im Tor eine 97! Ich habe mir was ganz Seltenes erlebt gerade. Krass. Ey, das ist jetzt schon. Also ist ja eh ein 94er Rating, sieht man ja, aber ist jetzt schon. Perfekter Angriff, Verteidigung auch sehr clean. ZM ist halt diesmal das. Hä? Das war sonst immer mit das Krasseste. Aber diesmal das, was man leicht upgraden kann. Oder gehe ich erstmal auf rechts hinten? Weil im ZM ist es ein Plus 2. Aber das ist halt eine Icon. Das ist halt eine Icon. Die könnte halt vielen nochmal helfen. Icon ist nochmal wichtiger. Guck mal. Da gehen die hier alle schon mal hoch. Jetzt im ZM noch irgendwas Icon-mäßiges. ZOM Sturm, okay. Frimpong. Ich lasse Frimpong mal weg, weil den könnten wir noch in der 97er-Version kriegen. Er stand immer noch nie die 95 heute dran. Aber ist egal. Am wichtigsten ist ja eh auch, dass sie ganz am Ende dran steht. Ganz, ganz am Ende von dem Draft. Kuku. Schwierig. 94. Warte, aber er kann wenigstens ZM, ne? Machen wir das mal hier hin. Nein, das gleitet davon. Oh mein Gott, okay. Jetzt in der Innenverteidigung nochmal eine 96. Einer, der direkt volle Chemie hat. Die Baller und Ruben Dias sind die, wo wir auf jeden Fall noch was rausholen müssen. Ich glaube, ja, wir können ja auch einfach Cruyff gleich hier vorne reintun. Dann brauchen wir nur noch irgendeinen, der Portugiese ist oder... Irgendwas als Manager kriegen wir schon hin. Oder die Marco, hat der sogar volle Chemie direkt? Yes, sir! Chemie ist schon wieder voll. Gar kein Stress mal wieder, gar kein Problem. Aber ob wir das Rating nochmal hochbekommen? Wir haben sogar noch sehr geile Spiele jetzt zum Tauschen. Mann, das kann doch nicht sein. Guck mal, die Startelf, wie gut sie eigentlich ist. Guck mal, wie krass die Bank auch ist. Und trotzdem und trotzdem und trotzdem ist es wieder das 94er Rating. Natürlich mit voller Chemie, natürlich. Wir können so sogar nochmal tauschen. Ey, ich versuche hier irgendwas noch zu machen, aber es wird, ich glaube nicht, dass hier noch was geht, leider. Ernst, egal was ich tausche, egal was ich mache, am Rating ändert sich nichts. Selbst wenn ich halt Chemie opfern würde, dementsprechend lasse ich auch die Chemie direkt voll. Warum jetzt irgendwas hier komisches machen? Usun rein. Und sweet old 127 ist schon wieder am Start. Das ist so verrückt. Wir wollen die 95 oben dran stehen haben. Weiter, weiter, weiter. Digga, ich hätte auch so hoffen, dass die Amy ein einziges Draft, selbst wenn es dann nicht mal vom Rating her ein Rekorddraft ist, aber wenn die mir ein einziges Draft geben würden, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf linke Flügel, rechte Flügel, egal, nehmen wir trotzdem. Ein einziges Draft, wo so drei Big Boys mit ihrer neuesten Version sind, wie zum Beispiel Ronaldinho, Matthäus, Zidane oder R9, Hullet, Vieira, irgendwie sowas. Drei von den neuesten in ihrer geilsten Version.
würde das Draft auch safe nicht löschen. Ich würde damit spielen, weil ich einfach so Bock hätte, diese ganzen neuen Karten zu testen. Aber von den Big, Big, Big Boys ist es alleine schon schwer, überhaupt einen in der allerneuesten Version zu kriegen. Und das sieht aber bisher sehr, sehr geil aus. Das ist ja mit Abstand der geilste Start. Jetzt will ich auch direkt was Nices im Tor haben. Solange die Leitungen noch offen sind, direkt auf die Torwartposition. Rechtsverteidiger ist auch immer geil. Ja, aber chemietechnisch macht Lawrence schon was sehr. Rechte Flügel, bisschen Risiko, weil da ist ja eigentlich immer nicht so nice. Marta ist hier die Beste, hat wenigstens auch direkt Chemie. ZM ist es heute. Ah, die haben wieder schnell zugemacht, leider. Puteas hätte man auch in einer viel besseren Version kriegen können. Aber hier sind schon mal geile Sachen. Also, warte mal, jetzt hier sogar noch auf einen 93. Im Angriff was Gutes. Das kriegt man eh umgetauscht. Ich sag, das hat immer noch eigentlich Potenzial. Ey, aber es kann auch schief gehen, wenn die jetzt auf einmal so machen. Was soll denn sowas? Was soll denn sowas? Man hatte gerade Spaß am Draft und schon machen die direkt wieder zu. Digga, das ist crazy jetzt. Das ist crazy. Come on. Ja, 92. Schon bessere Ratings in meinem Leben gesehen. Oder das ist das Problem, wenn man halt einen perfekten Start hat, dass danach richtig dicke Auge gemacht wird. Mann. Hör mir doch auf. Okay, warte mal, das ist sogar nicht schlecht. Das ist sogar 96, das riecht krass. Also wir haben Weltklasse ZM. Aber trotzdem haben wir insgesamt ein 93er Rating. Nur ist das krass. Warte, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, alles sind, muss eigentlich nochmal getauscht werden. In Verteidigung auch. Dementsprechend sogar am, das hat sogar am nötigsten die Position. Jetzt direkt noch was hinterher. Ja, ja, Chemie geht auch hoch, zack, zack, ja, dann kriegen wir das bestimmt auch noch auf eine 94 hoch, aber auf mehr wird schwer, warte mal, sogar ein Rechtsverteidiger jetzt auch noch, einfach alles hinten haben wir noch geschafft umzutauschen, wow, okay, obwohl man eigentlich nur zwei Verteidiger auf der Bank kriegt, haben wir drei umtauschen können. Zico! Great! Great man! Machen wir mal für Goretzka rein. 94er Rating haben wir jetzt auch erreicht. Guck mal, wie schnell das immer geht. Boah! Jetzt geht's ja auch ab auf einmal. Jetzt geht's ja auch auf einmal ab. Was ist das? Komm, der nächste. 96, 97, 95. Auch gut. Wo kommt das her? Wird plötzlich wieder. Man wird am Stück immer so bodenlos verarscht. Dann kommen richtig gute, dann wieder richtig schlechte, wieder richtig gute. Und am Ende des Tages ist es auch wieder das Gleiche. Wir haben ein paar neue Icons, aber nicht die allergeilsten. Wir haben 94er Rating, okay. Und jetzt wollen wir noch kurz Chemie voll machen. Können wir wahrscheinlich auch noch hier mit irgendeinem Innenverteidiger oder so. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir diesmal sogar auf Manager hoffen. Wobei, wofür Risiko eingehen? Wir tun einfach Puteas in die Startelf, ändert halt am Rating gar nichts. Stell dir mal vor, die wären Team of the Year. Ich schwöre, das wären vielleicht diese minimalen Punkte, ey. Weil sogar die Bank auch krass ist, aber naja. Egal. Schon wieder ein 127 hier hingebaut. Aber wir bleiben dran, ey. Ey, wir bleiben dran. Ruger Schmidt, Manager, rein. 127, schon wieder geile Karten. Draft-Übersicht sieht auch schon wieder sick aus. Aber wir bleiben dran. Wir werden noch einen Draft kriegen. Wir werden entweder eins kriegen mit einer 128 mit einem 95er Rating. Oder gleich ist erstmal das erste Ziel. 95 soll dran stehen. Aber das werden wir zu 100% abhalten. Und was das Ziel ist, was wir auch eins von beiden schaffen werden, entweder ein Draft, wo drei geile neue Icons drin sind, oder 128, eins von beiden. Vorher höre ich hier nicht auf. So, ich war Fuchs gerade. Ich habe nochmal geguckt, auf welchen Positionen genau die ganzen geilsten Spieler sind. Aber das Problem ist, sie sind halt alle auf verschiedenen Positionen. Das heißt, es gibt jetzt keine Formation, mit der man tricksen kann. Aber 4-4-1-1, da ist schon viel dabei. Viele Möglichkeiten sind da, wo die geilsten theoretisch sein können. Linkes Mittelfeld, tun wir mal einen Pires rein. Und dann geht's ran. 95, top. Jetzt eine 91 Flop. Warum nicht Hullet in der besten Version? Da hätten wir zumindest schon mal was Geiles gehabt, ey. Boah, Neves ist ein richtig geiler Spieler. Die ZMs, die enttäuschen wieder absolut gar nicht. Oh mein Gott, 97 schmeckt übertrieben in der Innenverteidigung. Direkt den Mann daneben holen, komm. Oh, Renan, warum nicht als Toti? Torwart wird wieder wild. Ja, das ist gerade so ein Hin und Her. Immer einen richtig geil, einen nicht so geil. Jetzt kann wahrscheinlich nicht so geil, dann kann ich auch direkt ins AM gehen. Oh, ne? Nö, passt. Ja, ich sag prinzipiell ist Potenzial da gerade. Prinzipiell ist Potenzial. Ich schwöre, als hätten die ein Mikrofon bei mir zu Hause. Na, immer wenn ich diesen Satz sage, drücken die erstmal ein paar richtige Müllkarten rein. Bitte Cafu oder Carlos Albert oder. Ah, Zanetti ist nicht zu krass. Naja, 93er Rating, Chemie auch fast voll und der Linksverteidiger wird ganz easy getauscht. Jetzt noch eine geile Icon wie ein Hadji hier, der aber leider Mittelsturm nicht kann. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das heißt, wir kriegen, das ist jetzt nicht so das Riesen-Upgrade leider. Innenverteidiger, Linksverteidiger, sowas.
Na, Lisa, also kommt auch fast jedes Draft rum, ne? Boah, wir sind schon auf einer 94. Warte mal, ein von Innenverteidiger oder linke Mittelfeldkarte. Ja, das ist linkes Mittelfeld, aber ist halt nicht die beste Version von Vini. Das heißt, die pusht, glaube ich, noch nicht hoch. Innenverteidiger. Bro, das ist unfassbar, ne? Warte mal, theoretisch nur um zu gucken einmal. Wenn der Innenverteidiger... Nicht mal das wird reichen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los heute? Ist das crazy. Aber der kann halt auch nur links. Aber er ist trotzdem besser als Vini. Das halt auf jeden Fall. Ich gehe direkt jetzt auf die Innenverteidiger, weil gerade kommt schon wieder ein paar gute. Jo, schon mal besser. Klingt auch der Chemie was. Aber ist halt nicht das Beste auf der Welt. Ah! Wow, warte mal. Was ist das für ein Megaspieler hier? Was ist das denn für eine Auswahl mit 97 und so? Okay, das geht zwar runter. Wir gehen vom Rating auch nicht hoch, aber wenn wir jetzt hier gleich noch eine Puteas oder Bomati oder so in der besten Version kriegen, dann können die halt in ZM und die würden Hansen auch voll machen und selber voll sein. Und dann wird das Rating vielleicht nochmal hochgehen mit so einem Upgrade in der Startelf. Aber es wird halt auch nicht runtergehen jetzt. Wir können ein paar schlechte kriegen, es wird nicht mal runtergehen, weil wir sind nicht mal nah dran an der 93. Wir sind so nah dran an der 95. Hier können Gurken jetzt kommen, das ist egal. Aber wir werden halt auch nicht mehr hochgehen, weil hier kommen halt auch keine, die uns hochpushen so. Das war safe das beste Draft. Heute. Aber wir haben trotzdem nicht einmal die 95. Nicht mal für eine Sekunde, warum die 95 stehen. Und am Ende sowieso nicht. Wenn sie nicht mal eine Sekunde irgendwie steht, dann steht sie natürlich am Ende auch nicht. Und wir haben auch nicht mehrere geile neuen Icons, Heroes vom neuen Event gehabt. Also auch einfach wieder abhaken, mitnehmen, dranbleiben. 127 zum fünften Mal jetzt. Ja, das ist ehrlich gar kein Problem, diese 127. Aber die 128 ist ein großes Problem bisher. Aber Digga, wir bleiben dran. Ist egal. Komm. Ich mach 4-3-3. Weil auf dem linken Flügel kommt zwar oft Müll, aber da kann halt die geilste Ronaldinho-Version kommen. Ich gehe mit ganz viel Hoffnung hier rein. Hier jetzt Matheus oder Vieira. Vorne links Ronaldinho. Ballack, ey, ist auch cool. Matheus auch sogar halt nicht in der Version, die ich haben wollte. Ballack aber auch sehr geil. Gehört halt jetzt nicht zu denen, die ganz frisch neu rausgekommen sind, aber trotzdem gut. Modric auch eine nice Karte. Schon mal solider Cast hier zum Start. Oh, der Nesta carried hier auch die Auswahl. Jetzt im Tor noch was. Und wir sind ganz gut dabei. Überall was. War der Außenverteidiger. Kriegt man eh immer auf der Bank gut. Das heißt, wenn hier nicht gut ist, ist auf der Bank gut. Aber 97er Tür und dann ist es eigentlich das Geilste, was geht. Rechts vorne ist immer schlecht. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Jetzt wäre, glaube ich, eh was Schlechtes gekommen. Da kriegt man aber auch eigentlich immer auf der Bank früher oder später irgendwas. Ey, sogar geile Hero-Karte auch. ZM, du bist es, ZM. Du bist die Position, die man haben will. 96. So, was? 96? Hier noch Cordoba rein? Was ist so eine Abwehr? Bitte gib mir keinen Rechtsverteidiger. Frimpong, Cafu, Jürgen Klinsmann, keine Ahnung, Mann. Bronx ist okay. Wert nice. Er kann linke Flügel, das heißt, wenn linke Flügel schlecht ist, kann er dahin. Ronaldinho, bitte. Bitte. Bro, linke Flügel, rechte Flügel sind solche. Kann er doch nicht. Doch, zieht trotzdem aber Geistkrank-Chemie runter. Warte mal, aber jetzt kann safe die 95 hier mal dran stehen. Bei den Karten, die wir hier haben. Was ist das denn? Warte, wo soll ich ihn? Wenn der linke Flügel könnte, ne? Das wäre das Geilste der Welt. Könnte ich den von außen reintun, da auf der Bank. Als ob linke Flügel, rechte Flügel, ehrlich, die sind, die uns jetzt so verkaufen. Das kann doch nicht sein. Er kann rechte Flügel, wie random. ZMRM, rechte Flügel. Willkommen 95er Rating. Here we are, here we go. Boah, wir sind da. Er steht zumindest kurz dran. Das kann er noch länger dran stehen. Gib mir einen Frimpong noch und gib mir irgendeinen linken Flügel, der krass ist, in der geilsten Version. Dann haben wir sogar noch die drei zum Rüberschieben, die nicht verkehrt sind. Es ist was drin, es ist was möglich. Er kann doch linke Flügel, na klack an der linke Flügel. Was ist das für eine Chemie, Halleluja, aber warte, wir ackern gleich noch an der Chemie. Oh mein Gott, das ist der Link mit Puteas, sie ist zwar Norwegerin, aber... Ojo, hier Icon wäre aber auch auf dem linken Flügel köstlich, aber warte mal. Nee, Digga, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich muss Hansen mitnehmen, die 97 können wir nicht ignorieren, das ist ein Plus 2, dieser Mutrich. Ich muss auf jeden Fall ganz schnell weg aus dem ZM. Aber hier haben wir ja sogar einen, der noch besseres Rating hat. Oh mein Gott, Van Dijk, warte mal. Notfalls tun wir Nesta später in ihren Verteidigungen, dann haben wir Chemie, glaube ich, so gut wie voll. Aber wir bleiben erstmal, gucken erstmal das Rating an. Oh mein Gott, Tchouameni kann sogar in den Verteidiger und damit wären wir auch auf voller Chemie. Ist das crazy, Digga. Batz!
Und wir haben, oh mein Gott, ey, oh mein Gott, was ist für ein Startelf? Ey, jetzt noch ein krassere Rechtsverteidigerin, alles, irgendwas, was rechts hinten spielen kann. Ey, das könnte es sein, bitte, bitte. Okay, die Auswahl ist Lascher, wir haben noch Sachen zum Tauschen, ist egal. Wir rutschen nicht mal runter mit ihm, ist das krass. Nein, nein, aber die dürfen mir jetzt nicht nur Gurken geben. Ein krasser muss noch kommen, ein einziger krasser muss noch kommen. Und das sollte dann schon... Das ist nicht krass hier, ey. Ein krasser, bitte. Ja, das kann was sein. Nein, das ist doch nicht krass, Mann! Ey, ich hasse euch hier, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse euch! Oh mein Gott, ich schwöre, ein einziger krasser jetzt reicht. Und wenn es jetzt wirklich für ein Pong oder sowas ist, dann wäre absolut durch. Gib mir einen Kafu, bitte, bitte. Kafu kriegt man in jedem Draft. Gib mir Kafu und das ist 100% die 128. Bitte, 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 bitte. Mit Zanetti weiß ich nicht. Nein, das ist jetzt eklig. Das ist eklig. Das ist eklig. Kafu wäre safe. Zanetti weiß ich nicht. Ah, oh mein Gott, es kann eins. Es kann. Oh mein Gott, nein. Please, please, please. Ja! We did it! 95er Rating! Ist das crazy? Ist das nice und nicht mal schwitzt mit Chemie, mit Manager, alles egal, weil wir alles am Start haben. Aber Bro, ey, guckt euch mal wirklich diese Elf an. Hier ist jeder Einzelne hat über 92, alle sind krass und so. Sogar Bank ist gut, der Schlechteste hat eine 90 auf Bank, sogar Van Dijk. Als wäre es das nicht gewesen, hätte ich auch nicht weiter gewusst, aber das ist wirklich phänomenal. Wir haben die 128. Ich weiß nicht mal, was mir jetzt lieber gewesen wäre, die 128 zu knacken oder halt ein Draft mit drei der geilsten Icons. So wäre halt für mich fast genauso geil, weil ich Bock gehabt hätte, die zu spielen. Aber dann haben wir halt heute jetzt das Rating geknackt und als nächstes versuchen wir noch höheres Rating zu knacken oder halt auch die geilsten Icons mit dem spielbarsten Team zusammenzukriegen demnächst irgendwie. Darauf habe ich auch übertrieben Bock. Aber wir haben ja nicht einmal einen Ronaldinho, nicht einmal einen Rulle, nicht einmal einen Cruyff, nicht einmal einen R9, nicht einmal, keine Ahnung, die geilste Version gekriegt. Also es scheint schon super schwer zu sein. Aber die 128, die ist da. Boah, das war knapp, ey. Mit dem letzten Butragueno, den wir da noch rübergezogen haben. Knappe Kiste, weil hier haben alle nur so 85. Digga, das reicht nicht. Das reicht. So eine knappe Angelegenheit. Aber feier ich. Komm ran, Manager. Auch dass dieser Zanetti da noch in dieser letzten Auswahl war so wichtig. Ohne den wäre es auch nichts gewesen. Buckingham auch. Geiler Name. Und dann einmal nochmal hier ein bisschen. Ba, ba, ba. Bisschen Konfetti, bisschen Explosion hier. 128er Rating. Da sind wir doch. Da sind wir doch. Das ist stark. Das ist cool. Das ist nice. Digga. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das waren ja übertrieben geile Drafts und ich habe euch gesagt, ich acker so lange, bis wir eins von den beiden Sachen schaffen, die wir uns vorgenommen haben und wir haben eins zum Ende geschafft und das ist einfach richtig geil. Hier seht ihr noch ein anderes Video, klickt es einfach an, dann seid ihr direkt am Start, wird euch auf jeden Fall auch Bock machen, wenn ihr euch das hier gerne angeguckt habt und das war's. Ich bin raus, Leute, macht's gut, bis dann, ciao!